Ringrichter ist im Kampf. Herzlich willkommen, Kasim Kunas. Dieser Kampf ist anscheinend kurzfristig dazugekommen, weil wir vom Fight24 keine Info darüber haben. Wir haben auch eine etwas veralterten Programmablauf. Nichtsdestotrotz, 6x3 Minuten, Marcin Gierke gegen Eddie Kadria. Marcin Gierke ist Deutschlands bekanntester Journeyman. Kein Fall Obst, kommt, macht seinen Gegnern das Leben sehr schwer, ist auch für seine spontane Teilnahme an Boxkämpfen bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er gestern oder vorgestern erst Bescheid bekommen hat. Nichtsdestotrotz lässt er sich in seinen Kämpfen nie die Butter vom Brot nehmen. Kadria hier mit langen, schönen Jabs. Mit lässiger Deckung. Hat die Hände auf Brust, Bauchhöhe. Weiß aber auch, wann, in welchen Situationen er sich decken soll. Jabt hier, hält die Distanz, Kadria. Kadria startet hier einen kleinen Comeback. Er hat das letzte Mal vor über einem Jahr geboxt. Ist dementsprechend auch nicht mehr gerankt im internationalen Boxregister, Boxrec. 18 Kämpfe, 18 Siege, 12 davon durch TKO, K.O. Sich hier mit Marcin Gierke, einen eingefleischten Boxer, bestellt aus Berlin. Zahlreiche Dokus über Marcin Gierke, wie er sich durch das Boxen über Wasser hält, sich damit auch seinen Lebensunterhalt finanziert mit so kurzfristigen Kämpfen. Fair Play Anfang der zweiten Runde. Kadria mit leichten Vorteilen in der ersten Runde. Da haben sich beide Boxer noch ein bisschen abgetastet. Kadria hier mit schönen
aufwärts im Kopfhaken. Gierke kommt aber auch einige Male durch. Er versucht hier mit seinem Jab, mit dem ausgestreckten Arm auch die Distanz zu behalten. Gierke hier mit dem Kopf durch die Wand, sagt man fast. Ne? Schafft es auch hin und wieder, Kadrier mit dem Schwinger zu treffen. Kasim Kurnas, der Mann, der dritte Mann im Ring. Auch ein alter Hase im Boxsport. Zahlreiche Kämpfe geleitet als Ringrichter. Da hatte Gierke die Gelegenheit, Kadrija stand an den Seilen in der Doppeldeckung. Schöner Jab. Aber auch Gierke kommt durch mit seinen Händen. Second out, ring frei. Zur Runde 3, round 3. Dritte Runde hier zwischen Marcin Gierke und Eddie Kadrija. Gürke versucht sich hier in der Nah- oder Halbdistanz zu positionieren. Kadrija, der deutlich größere Mann, versucht natürlich die Distanz lang zu halten, um seine Vorteile, Reichweitenvorteile da auch zu nutzen. Marcin Gürke stellte da Kadrija an den Seilen. Kam mit einem Overhead durch.
Kadriert tänzelt hier um Gierke rum, sammelt so seine Punkte aus der Langdistanz. Gierke schafft es hin und wieder, Kadriert zu stellen, aber dann ist er auch schon wieder passiv. Das heißt, er positioniert sich gut, aber dann kommt auch leider nichts. Ah, Schulterstoß. Ah. Ah, sieht man. Da ist selbst der Ringrichter Kasip Kurnas ein bisschen überfragt, was das sollte. Ja, ein bisschen Entertainment. Schadet ja nicht im Boxen. Kadriye schließt die Runde mit dem rechten Kopfhaken ab. Second out, ringfrei zur Runde 4, Round 4. Die vierte Runde. Eddie Kadriya gegen Marcin Gierke. Kadriya beschäftigt Gierke hier mit den Kopfkombinationen, gerade Hände, Kopfhaken aus der Langdistanz. Legt sich hier um Gierke herum, Kadriya. Gierke ist auch dafür bekannt, dass er seinen Gegnern die Dynamik durch seine lässige Art zu boxen, durch diese lässige Technik nimmt. Kommt er auch bei Kadriya ein bisschen durch. Setzt hier zwar gute Hände, gute Kombinationen, Kadriya, aber er boxt gegen einen ständig marschierenden Marcin Gierke, der nach vorne kommt, die Distanz durch Pendelbewegungen oder auch durch eine Doppeldeckung überbrückt. Ja.
Eddie Kadria, Big Eddie auf der Hose stehen. Setzt hier in dieser Runde deutlich mehr Kombinationen. Second out. Ringfrei zur Runde 5. Round 5. Die vorletzte Runde hier. Marcin Gierke hier mit einigen Maid-Bewegungen. Die beiden Boxer auch in einer deutlich höheren Gewichtsklasse als die Kämpfe, die wir zuvor gesehen haben. Darf man auch in so einem Sechsrunder, der auch, ich sag mal, als Test gesehen wird. Nicht die gleiche Dynamik, die gleiche Spritzigkeit, sage ich mal, wie in den Kämpfen zuvor, jetzt wie im Superweltergewicht oder auch nachher im Leichtgewicht bis 61 Kilo erwarten. Ne? Beide Boxer hier mit gut angesetzten Körper-Kopf-Kombinationen. Ah, da hat sich das Tape gelöst bei Kadria. Boxhandschuh, wenn das Tape feucht oder nass wird durch Schweiß, Wasser, passiert es mal, dass es sich löst. Aber seine Ringecke hat er direkt eine schnelle und effiziente Lösung. Einfach einmal drüber tapen. Adria schlägt viele Hände. Schöne lange Hände. Weicht auch aus, um einfach nur in seiner langen Distanz zu bleiben und seine Position zu halten. Ist auch das richtige Rezept gegen einen deutlich kleineren Mann, dass man seine Reichweitenvorteile auch wirklich nutzt. Sollte aber darauf achten, dass die Rechte ein bisschen höher setzt. Seine Rechte. Ein kurzes Timeout.
War wohl ein Ellbogen, den habe ich jetzt so nicht gesehen. Da hat der Ringrichter ihm eine Arsene Gierke eine kurze Verschnaufpause gegeben. Die bislang schönste Runde und eindeutigste auch für Kadria. Ende der fünften Runde. Second down. Meine Damen und Herren, die letzte Runde. Applaus für die beiden Fighter. Ringfrei zur Runde 6. Round 6. Kadria sollte da weitermachen, wo er in der Runde zuvor aufgehört hat. Hat da schöne Akzente, schöne Hände gesetzt, schöne Kopf-Körper-Kombinationen. Hat sich den Kampf nicht kaputt machen lassen durch die Nahdistanzaktionen von Arsene Gierke. Beide Boxer gehen hier fair miteinander um. Da löst sich wieder das Tape am linken Handschuh von Eddie Kadria. Dementsprechend handelt jetzt auch der Ringrichter. Kurzes Timeout und jetzt geht's direkt weiter. Eddie Kadria in dieser Runde auch deutlich aktiver als Arsene Gierke. Positioniert sich gut, nutzt deine Reichweitenvorteile gut aus und weicht den Schwingern von Gierke noch aus. Sekunden in diesem Kampf. Ende des Kampfes. Jetzt warten wir mal das, die Urteilsverkündung ab.
So, die beiden Kämpfer bitte zur Mitte. Dann noch ein Applaus nochmal für diesen 6-Runden-Fight, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wir haben hier ein einstimmiges Urteil. Sieger dieses Kampf, die Rotecke Eddy Adrichi. Beide Boxer, faire Sportsmänner. Sie geht hier an Eddy Kadrija. Fair Play nach dem Kampf, nach 6 Runden.